Erika war die erste von uns, die den Bus verließ. Trotz ihrer zitternden Gestalt und der sichtbaren Angst in ihren Augen tauschten wir unterstützende Blicke aus. Ihr Blick schien viel Glück zu sagen und mit einem schnellen Nicken versuchte ich zu vermitteln, dass alles gut werden würde. Doch die Angst und der Spott von Thomas und seiner Bande waren wie ein bedrohliches Echo, das mit jedem Schritt, den Erika vom Bus wegmachte, verblasste. Sie verspotteten und beleidigten sie. Sie rannte mit Tränen in den Augen. Sie schaute keinen Moment zurück, sondern versuchte nur, der Gefahr zu entkommen. Sandra suchte Zuflucht und setzte sich neben mich, und auch Pedro näherte sich und bildete eine Art Schutzbarriere. Thomas' Augen waren voller Hass, während Jake und Terry darauf aus zu sein schienen, ihre unterdrückte Gewalt zu entfesseln. Ich nahm Sandras Hand in einer beruhigenden Geste. Sie sah mich an und drückte mit einem zitternden Lächeln ihre Dankbarkeit aus. Pedro, der seinen Blick nach vorne gerichtet hielt, wirkte nervös und die Angst überkam seinen Körper. Ich meinerseits beobachtete weiterhin durch den Rückspiegel und überwachte jede Bewegung unserer Peiniger. Als Sandra an der Reihe war auszusteigen, stolperte sie leicht, überwältigt von der Anspannung des Moments. Beim Verlassen des Busses führte sie eine Hand zum Mund und begann zu weinen, überwältigt von Angst. Ihr Schluchzen ging im Gelächter und Spott von Thomas und seinen Kumpanen unter. Nur Pedro und ich blieben im Bus zurück und sahen uns einer ungewissen und gefährlichen Zukunft gegenüber. Mit einem Knoten im Magen und der Entschlossenheit, uns gegenseitig zu schützen, bereiteten wir uns auf das vor, was uns erwartete. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Pedro, der Dritte im Bunde, meine Hand in einem Akt der Solidarität streifte, bevor er zur Bustür eilte. Sein Abstieg war hastig und unglücklich, er stolperte und fiel und verletzte sich leicht. Von ihren privilegierten Positionen im Bus lehnten sich Thomas und seine Kumpane aus den Fenstern und verspotteten grausam sein Stolpern. Im Bewusstsein, dass die Zeit knapp wurde, bereitete ich mich auf meine eigene Flucht vor. Gerade als ich sprang, um aus dem Bus auszusteigen, hallte ein unheilvolles und vertrautes Flüstern in meinen Ohren: Lauf, Hase, lauf schnell, der große böse Wolf kommt. In einem Moment des Schreckens wurde mir klar, dass sich der Busfahrer in den Mann im grauen Mantel verwandelt hatte, der mich böswillig anlächelte, während er die Türen hinter mir schloss. Lauf! Ich hörte mich schreien, ohne nachzudenken, tat ich es. So schnell ich konnte, denn mir wurde klar, dass es nicht lange dauerte, bis der Bus anhielt und diese drei aussteigen konnten, die mich jetzt verfolgen. Stop the fall, who holds the net? You look at the abyss, but not the path. You worry about who's coming behind. You don't step with certainty. Fear prevents you. How many times do you allow it? You refuse to look up, shut up and just sink. You're lost and you accept it. They tell you a magic pill. A new world where there's no need to fear. You are the king, fall and keep going. That's what you must do. They give you a magic pill. You accept it and follow the rabbit. Remember Alice, fall and keep going. That's what you must do. You say where you can be happy.
us aren't enough. You count your friends and you have fingers to spare. You wanna give up, the walk is heavy. You don't know what you're carrying, but it's hard to keep going. No, my friend, no, my brother, my sister, the kindness of a stranger will surprise you. A friend will lift you up. A distant love will guide you. So much to do, to love, to laugh on the roads of sorrow.